Wir freuen mich jetzt auf den nächsten Beitrag, und zwar das Grußwort von Berivan Aymaz. Berivan ist Vizepräsidentin des Landtags, Mitglied der Grünen Fraktion, die einzige Frau im aktuellen Präsidium und auch die erste Person mit internationaler Familiengeschichte im Präsidium von Nordrhein-Westfalen. Das finden wir sehr toll, dass du da bist und auch diese Perspektive in das Präsidium einbringst. Berivan, du hast das Wort. Vielen Dank dir, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Verena, meine geehrten Damen und Herren, liebe verehrte Gäste dieser Fachtagung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie ich mir die Zukunft vorstelle, weiß ich nicht. Aber wenn es noch weiter mit diesen Brandanschlägen geht, möchte ich keine Zukunft. Ich habe keine Lust, mal selber in diesen Flammen zu stecken. Die 14-jährige Nuray, ein Mädchen aus Solingen, hat dies gesagt, damals 1993, in einem Interview nach dem schrecklichen Brandanschlag auf die Familie Gentsch. Ihre Worte beschäftigen mich. Ich selbst war damals gerade mal 20 Jahre alt. Weil diese Worte so auf authentische Weise deutlich machen, Rassismus zerstört Leben und Zukunft. Er ist eine sehr konkrete Bedrohung für ganz, ganz viele Menschen bei uns mitten in der Gesellschaft. Und blicken wir zurück nach den schockierenden Meldungen aus Solingen, zuvor auch aus Mölln, ging in diesem Land die Angst um. Menschen wie die junge Nuray fürchteten sich davor, selbst Opfer von Hass und Brutalität zu werden, einfach aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Namen und ihrer Sprache, aufgrund ihrer Herkunft, familiären Wurzeln. Die frühen 1990er Jahre, sie sind geprägt vom großen Glück der deutschen Wiedervereinigung, aber ebenso von der Schande rassistischer Hetzjagden und rechter Gewalt gegen Asylsuchende und Menschen mit Migrationsgeschichte. Baseballschlägerjahre werden diese Jahre in der Rückschau schonungslos genannt. Und bald jährt sich der Brandanschlag auf die Familie Gentsch zum 30. Mal. Wir gedenken in diesen Tagen der Opfer, die in der Nacht auf den 29. Mai 1993 umkamen. Wir erinnern an Gürsün İnce, 28 Jahre alt, Hatice Gentsch, 18 Jahre alt, Hülya Gentsch, 9 Jahre alt, ihre Schwester Saime, 4 Jahre alt, und Gülistan Öztürk, 12 Jahre alt. Ihre Namen und das Schicksal der Familie Gentsch, nein, sie sollen nicht vergessen werden. Und was in Solingen geschah, das soll uns Demokratinnen und Demokraten Mahnung bleiben im Kampf gegen den Menschenhass, gegen Diskriminierung und gegen Rassismus mit ihren vielen Fratzen. Das schließlich ist eine der schmerzhaften Einsichten 30 Jahre nach Solingen. Diskriminierung, Rassismus und rechte Hetze sind weiterhin in vielen, vielfachen Formen in unserer Gesellschaft präsent. Ihre Gestalten, ihre Auswüchse mögen sich in 3 Jahrzehnten gewandelt haben. Doch sie sind immer eine akute Bedrohung für unsere demokratische Gesellschaft, für unser demokratisches Miteinander in Freiheit, in Frieden, in Vielfalt. Sie sind immer noch eine akute Bedrohung für Leib und Leben. Denn Rassismus tötet. Denken wir an die NSU-Morde, an den rechtsextremistisch motivierten Mord an Walter Lübcke.
Denken wir an das antisemitische Attentat von Halle oder an den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau. Und blicken wir auch auf die europäische Dimension der rechtsextremistischen Gefahren und Gewalttaten. Die heutige Tagung muss sich deshalb, wie der Titel schon verdeutlicht, mit den Kontinuitäten rassistischer Gewalt befassen. Auch wenn wir uns alle von Herzen wünschten, wir bräuchten dies längst nicht mehr. Ich bin ganz besonders natürlich meiner Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, aber auch allen, die sich daran beteiligt haben, für diese Initiative und die Vorbereitung dieser Veranstaltung sehr, sehr dankbar. Und ich danke ebenso allen heute, die mitdiskutieren und ihre Sichtweisen in diesen Austausch einbringen werden. Das Programm der Tagung erstreckt sich mit mehreren Gesprächsrunden bis weit in den späten Nachmittag. Und ich finde, schon das allein zeigt, es geht hier nicht um eine oberflächliche Betrachtung. Es geht um eine intensive Auseinandersetzung mit der Frage, was konkret zu tun ist gegen den Rassismus und die Diskriminierung unserer Zeit. Welche politischen Maßnahmen braucht es? Welche Rahmenbedingungen muss aber auch die Zivilgesellschaft setzen? Und deshalb danke ich euch, danke ich auch allen Gästen hier im Plenarsaal, dass sie sich an diesem Samstag die Zeit nehmen, teilzunehmen, mitzureden, sich einzubringen und am Ende eigene Erkenntnisse und ihre persönlichen Wirkungsbereiche auch mitzunehmen. Man könnte schnell resignieren, wenn man 30 Jahre nach Solingen feststellen muss, Rassismus, Menschenhass und rechte Verblendung sind noch immer präsent in dieser Welt und die Werte unserer Demokratie sind, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, sind sogar heute stärker bedroht als noch vor einigen Jahren. Aber lassen Sie mich zu guter Letzt ein Zitat von Martin Luther King anführen. Er schrieb eins: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Das soll uns sagen, selbst wenn wir persönlich nicht unmittelbar von Rassismus und rassistischer Ausgrenzung und Diskriminierung bedroht sind oder bedroht wären, so sind wir doch alle immer mittelbar auch betroffen. Rassismus ist nämlich Gift für unsere Gesellschaft und der Rechtsextremismus ist derzeit die große Gefahr, die größte Gefahr von innen für unsere Demokratie. Rassistische Angriffe auf Menschen in unserer Mitte sind auch immer Angriffe auf die Art und Weise, wie wir als Demokratinnen und Demokraten gemeinsam in diesem Land leben wollen. Und deshalb, finde ich, bleibt es entscheidend wichtig, dass ein jeder von uns sich nach eigenen Möglichkeiten einsetzt gegen Unrecht in dieser Welt, gegen Unrecht, rassistische Diskriminierung im Alltag. Und so ist mit dem Erinnern an das Verbrechen an der Familie Gentsch auch ein Auftrag und Mahnung an uns alle verbunden. Erheben wir zu jeder Zeit unsere Stimmen gegen Hass und Hetze? Mischen wir uns ein, wenn wir Diskriminierung erfahren und vor allen Dingen, wenn wir sie erleben, wenn wir sie sehen? Und seien wir durch unser eigenes Handeln und Entscheiden immer, überall, hier in den Parlamenten, aber auch draußen auf der Straße, Anwältinnen und Anwälte für den Schutz der Menschenwürde. Und seien wir und bleiben wir vor allen Dingen entschiedene Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ich wünsche uns eine erkenntnisreiche Tagung hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Bin sehr auf die Ergebnisse und auch auf den Austausch mit Ihnen gespannt
Und danke Ihnen und ganz besonders auch dir, liebe Verena. Vielen Dank.